Ja, herzlichen Dank den lieben Leuten, die uns das Herz erweitert haben zum Erntedankfest. Einige sagen, wieso feiern die jetzt schon Erntedankfest? Sind die Friedenskirche muss immer die Nase vorne haben oder was ist das? Nun, wir haben einfach gesagt, das passt ganz gut zum Monatsthema. Und außerdem wissen einige, dass unsere jüdischen Freunde ja das große Laubhüttenfest haben. Und es ist morgen der letzte Tag. Und es wird berichtet, das ist das große Erntedankwoche eigentlich im Judentum. Und es wird berichtet, als Jesus mal auf so einem Erntedankfest war, die haben das richtig gut immer gefeiert. Und ein Ritual war, am letzten Tag ging ein Priester früh morgens, nicht im Wahlbüro, sondern er ging zum Teich Shiloh herunter und hat Wasser genommen. Und dann wurde das Wasser ausgeschüttet ins Tal Kidron. Als Zeichen, als Symbol des Lebens. Und die jungen jüdischen Männer, die tanzten um den Brandopferaltar, der war geschmückt mit allerlei, so ähnlich wie hier, also mit vielen unterschiedlichen Laubblättern, Laubbäumen, die Variationen. Und sie tanzten vor Freude und jubelten. Und es wird berichtet in Johannes-Evangelium, wie Jesus dabei ist und dann sagt er, wen dürstet? Wer Durst hat, der komme zu mir. Und ich werde in ihm eine Quelle sein, heißt es. Und vom Leib eines solchen Menschen werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und Johannes fügt hinzu, das hat er gesagt, in Bezug auf den Heiligen Geist, der in uns lebt. Also wir haben eigentlich als Christen ein fließendes Erntedankfest. Ständig. Unentwegt. Christus in uns lebt, weil wir alle von dieser überfließenden Güte Gottes leben. Und das ist etwas Wunderbares. Nun, ich möchte heute uns eine Predigt halten zum Thema Erntedank feiern mit der Schöpfungsgemeinschaft, Dimensionen einer ökologischen Spiritualität. Ich mag Erntedank wirklich gerne. Früher habe ich manchmal überlegt, welches Fest, Kirchenfest mache ich am liebsten, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, alle gut, finde ich. Also ich konnte mich nicht entscheiden, ich kann mich auch nicht entscheiden, ob ich den Vater im Himmel lieber habe als den Herrn Jesus oder den Geist. Also es ist, gehört zusammen. Und das Erntedankfest hat aber etwas von Wunderbares, etwas Farbenfrohes, etwas Erheiterndes geradezu. Und das ist gerade angesichts der vielen Fragen, Klimawandel und so weiter, die Parteien wollen sich fast übertrumpfen, was sie nun alles anbieten zu der großen Transformation, wie wir über diesen Klimawandel dann uns hinweg retten können. Und das kann manchmal die Seele, diese vielen Appelle manchmal auch runterdrücken. Mir geht es so. Ich möchte mal was anders hören. Und wenn es einfach eine Blödelshow ist oder was. Aber ich kann nicht den ganzen Tag problemfixiert unterwegs sein. Das macht einen ja nieder. Das zertrampelt die Seele sozusagen. Wenn wir Zukunft gestalten werden, brauchen wir sowas wie ein Narrativ, eine Zukunftsvision vom Leben. Was hat Gott nicht nur mit dir persönlich vor, sondern auch mit dieser Erde? Ist die dazu da, dass sie untergeht oder was? Ist das einzige Berufung der Erde, dass sie untergeht? Das kann es ja wohl nicht sein. Also von daher wollen wir miteinander nachdenken über diese Frage. Nun, als Christen sprechen wir nicht nur von der Natur an sich, das kann man machen, das machen auch Menschen, die Gott nicht kennen, sondern wir sprechen ganz bewusst von der Schöpfung. Von den Geschöpfen Gottes. Die Ananas hier, ich würde es am liebsten nehmen, am liebsten würde ich den Blumenkohl, glaube ich. Nee, ich weiß es nicht, ich finde beides gut. Also ich würde den nehmen und würde sagen, du bist ein Geschöpf Gottes. Und dann sagt der Blumenkohl nichts zu mir, weil der Blumenkohl keine Worte hat. Und trotzdem denke ich, boah, gut gemacht das Ding. Ja. Und wenn es dann noch richtig zubereitet ist, Schmatz. Ja. Also, es ist so viel in dieser Schöpfung drin an Gutem. Wir brauchen dies. Wir reden von der Schöpfung. Wir reden auch am besten nicht von der Umwelt. Das hat sich zwar eingebürgert, die Umwelt, Umweltschutz, Umweltkrise und so weiter. Ich würde eher raten, uns von der Mitwelt zu sprechen. Denn wir Menschen, es dreht sich ja nicht alles um uns Menschen. Der Begriff Umwelt denkt, alles, die ganze Schöpfung dreht sich um mich. Das ist nicht der Fall. Die Erde trägt uns und nicht wir die Erde. Der Mensch ist nicht Mittelpunkt.
der Schöpfung. Also von daher, wir sind Mitgeschöpf und deshalb möchte ich uns heute einladen, mit dieser ganzen Schöpfung Gott zu loben und zu preisen. Ich werde erinnert als kleiner Junge, das Erntedankfest, das wurde in der kleinen Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, richtig kräftig gefeiert. Also die haben zwar sowieso immer, fast immer gefeiert, gefühltermaßen, aber Erntedankfest, da ließen sie es richtig knallen, sage ich mal. Der Erntedankfest, da war fast so groß wie der kleine Versammlungssaal. Da konnte man sich nur den Weg noch irgendwie bahnen. Ja. Das war vielleicht früher auch noch ein bisschen ländlich und so weiter. Und man hat die Erde gelobt, die Schöpfung und großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und wir staunten und lobten. Und am nächsten Sonntag und viele Sonntage, wie das in Freikirchen üblich war, waren nicht von der Schönheit und dem Staunen über die Schöpfung geprägt, sondern von der Distanz. Denn es gibt etwas, wo ich wollte sagen, ja, die Welt, die darf man nicht lieb haben. Die Welt ist verseucht. Die ist diabolisch verseucht sozusagen. Da ist Neid, da ist Sünde, Sterben, Nichtigkeit drin. Das ist eine zerbrochene, es ist eine verlorene Welt. Eine verlorene Welt. Und dann wird uns gesagt, ja, also wir Menschen, wir müssen diese Schöpfung bebauen. Ja, da heißt es zwar auch beherrschen und wir haben das vielleicht so verstanden, dass wir die Erde ausnutzen sollen oder was? Dass wir sie überrumpeln? Man kann das so lesen, wenn es etwa heißt im Genesis, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28, Gott sprach, füllt die Erde, macht sie euch untertan, herrscht über die Fische, Vögel und alle Tiere, die sich auf ihr regen. Wie verstehst du untertan machen? Buff. Oder was? Treten, rauben, rausziehen, alles, damit du was davon hast? Damit wir Menschen was davon haben, dürfen wir das machen? Das ist eine Kernfrage des Lebens und die betrifft uns Christen auch. Wir sollten als Christen wissen, wenn Gott von Herrschaft spricht, was meint er damit? Wie herrscht Gott? Jesus tritt auf und sagt, wer unter euch die meiste Macht haben will, wer unter euch der Größte sein will, der sei euer aller Diener. In Ehrfurcht achte einer den anderen höher als sich selbst. Das größte Prinzip der Verwandlung, der Transformation ist die Liebe. Nur wer liebt, kann wirklich Macht gewissenhaft ausüben. Das lernen wir von Christus. Da ist nichts davon die Rede, dass wir die Erde ausnutzen und ausbeuten sollen. Gott liebt diese Welt. Er liebt sie ebenso, wie er dich liebt. Kannst du das glauben? Was hat der Kürbis mit dir zu tun? Die Wurzel, die Tiere. Das ist doch nur Materie, das ist doch Energie oder was weiß ich, aber das muss man doch behandeln. Das sollen wir doch gebrauchen und uns zunutze machen. Ja, Gott hat es uns gegeben. Aber wir sollen es auch ehren. Wir sollen es würdigen. Hat Gott diese Welt vergessen? Oder haben wir diese Welt vergessen? Ist die Welt für Gott verloren? Oder haben wir diese Welt verloren? Diese beiden Fragen habe ich mir nicht ausgedacht. In ähnlicher Weise hat sie Dietrich Bonhoeffer am Ende des Zweiten Weltkrieges in einem seiner Briefe geschrieben. Haben wir die Erde vergessen? Immer soll sich alles um uns drehen, uns Menschen. Auch die Erlösung, Gott ist ja für uns, Jesus ist für mich gestorben, für uns Menschen. Deshalb bekehren wir uns und wir sind überhaupt der Hit. Als wenn sich die ganze Erlösung nur um uns Menschen drehen würde. Das hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe, dass Gott wohl die ganze Schöpfung im Blick hat. Lesen wir mal im Kolosser 1, da heißt es, denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes, in ihm, Christus, zu wohnen, durch ihn alles mit sich zu versöhnen,
indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sei es, was auf der Erde ist oder was in den Himmeln ist. Das ist das umfassende Erlösungsgeschehen. Reduzieren wir doch Erlösung nicht nur auf uns Menschen. Gottes Erlösungstat ist viel umfassender. Er hat die ganze Schöpfung im Blick. Jeden Regenwurm, jede Maus, jedes Insekt, alles. Das hat alles Christus mit im Blick gehabt. Er nahm die Sünde der Welt auf sich, heißt es. Und nicht nur die Sünde der Menschen oder der Frommen. Dafür ist Christus am Kreuz gestorben. Gott hat die Welt nicht verloren. Aber die Welt und manche Christen haben Gott verloren. Den Schöpfer. Die Erde ist also ein Mitgeschöpf. Sie ist kein lebloses Material, mit dem wir es zu tun haben. Die Erde kann jubeln, sie kann stöhnen, sie kann warten. Denken wir an den Regenbogen, den Gott gesetzt hat, uns Menschen zum Zeichen. Ich freue mich jedes Mal. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagt, ihr schon wieder ein Regenbogen. Also Regenbogen sind so eine tolle Erfindung, finde ich. Ja? Und man kann das physisch natürlich erklären, was da für Abläufe sind. Aber trotzdem ist es ein schönes, wieso ist das Ding rund und all sowas, ist alles wie ein Geheimnis für mich. Und natürlich habe ich gedacht, der liebe Gott erinnert mich, dass er treu ist und dass er zu uns Menschen hält. Der Regenbogen sozusagen als Treuezeichen Gottes gegenüber dieser Menschheit. Aber es ist auch ein Bund, eine feste Vereinbarung, die Gott nicht nur mit Menschen geschlossen hat, sondern mit der Erde, mit diesem Planeten, mit dem Kosmos, mit allem, was er geschaffen hat. Ich zitiere aus dem Buch Genesis, 1. Mosebuch, Kapitel 9, Vers 13. Meinen Bogen, sagt Gott, setze ich in die Wolken und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Hast du das schon mal mitgekriegt, dass Gott einen Bund gemacht hat mit dieser Erde? Also wenn nicht, dann hast du es jetzt gehört. Wir sind gewohnt, alles Leben auf menschlichen Leben, auf der Leben konzentriere sich auf Menschen. Es gibt aber auch den unbelebten, den unmenschlichen Bereich des Planeten. Was ist mit dem? Nun, es ist ein einzigartiger, lebendiger Organismus. Es ist nicht nur tote Materie, die man behandelt. Es sind nicht nur Abläufe, die wir sozusagen uns zugute machen. Es sind nicht nur Gegenstände, Tiere schon gar nicht, aber auch Blumen nicht, sondern es ist ein lebendiger Organismus. Ein britischer Wissenschaftler hat darüber lange studiert und nachgeforscht. Sein Name ist James Lovelock, so möchte man heißen, ja, Liebeslocke, glaube ich, so heißt das so ähnlich, ich weiß es nicht. Also Lovelock, James Lovelock. In 80er Jahren hat er viele Studien gemacht und hat dazu die sogenannte Gaia-Theorie aufgestellt. Würde zu weit führen, das zu erläutern. Aber er hat festgestellt, alles ist ein lebendiger Organismus. Ein Wissenschaftler, ein Physiker, ein Chemiker. Beides. Damit bedeutet das, demnach ist die sogenannte moderne Auffassung, nach welcher Natur lediglich leblose Materie oder Energie ist, die der Mensch nach seinem persönlichen Gusto so ausnutzt, wie er will, nicht nur falsch, sondern sie ist sehr gefährlich. Das von einem Wissenschaftler. Nun, ich lade uns deshalb heute ein, einmal diesen einzigartigen Organismus mit hineinzunehmen in das Erntedankfest. Ich möchte mit dem Kürbis zusammen feiern. Mit ihm zusammen loben, mit dem Blumenkohl. Mal sehen, wie der den Herrn lobt. Mit den Blumen. Kann man sagen, die sind ja schon alle abgerupft. Das ist ja schon eine Beerdigung hier. Ja, dann machen wir eine Beerdigung im Namen des Herrn miteinander. Ja? Aber ich sag mal, das ganze Leben ist auf Gott ausgerichtet. Nun können einige sagen, machten die Friedenskirchler und jetzt der Heiner Rust auch noch eine Rolle rückwärts? Es geht doch um Jesus, um den Heiland, um die Erlösung. Und das ist das Allerwichtigste.
Nein, ich mache eine Rolle vorwärts, nicht rückwärts. Reduziere die Erlösung nicht auf dich, Mensch, sondern Gott hat die ganze Schöpfung im Blick. Und Schöpfung, das weiß doch jeder Bibelleser, und wenn nicht, dann weiß es gleich, ist ein Prozess. Da ist doch nicht am Anfang, Gott hat die Schöpfung gemacht, oh, ich bin fertig und mache erstmal Ruhe, mal gucken, was draus wird. Sondern die Schöpfung läuft doch laufend, sonst wärst du überhaupt nicht geboren. Denn du bist ja nicht am Anfang der Bibel geboren, oder? Nee, also, wir sind ja alle später erst gekommen. Also jedes neue Leben kommt aus Gott hervor. Nun, das ist das Wesentliche. Schöpfung ist ein Prozess und dieser Prozess des Schöpfens Gottes hat ein Ziel, was Gott vor Augen hat. Was denkst du, was das Ziel ist? Und bist du schon da? Bist du das Ziel? Soll die Erde sich weiter locker drehen und sagen, ist alles so gut? Nein, Gott möchte sich völlig reindrehen. Er möchte sich vereinen, dass Gott alles in allem ist, so heißt es. Damit löst er nicht die Vielfalt auf, ganz im Gegenteil, die Vielfalt blüht auf dadurch. Und das sind unterschiedliche Schritte. Nun, wie kann das gehen? Wir deuten also die erste Schöpfung im Licht der neuen Schöpfung. Denn mit Christus, so sagen wir, bekennen wir, dass es schon eine neue Phase der neuen Schöpfung gibt. Wir haben zwar alle einen Körper, wie fast jeder andere Mensch auch, und trotzdem sind wir Christen und sagen, wir sind eine neue Schöpfung. Ist es so? Also in Pfingstkreisen würden die jetzt sagen, Amen, Halleluja, und wir denken das heimlich, aber so ist es. Ja? Okay. Also natürlich, das ist die Wahrheit, auf der ich stehe. In mir ist ein Leben, das ist von einer anderen Qualität. Das habe ich nicht von meinen Eltern mitgekriegt. Das ist durch den Geist Gottes in mich hineingegossen. Es ist das Leben Christi. Und es bestimmt mein ganzes Dasein. Nicht nur mein Denken, sondern meine Gefühle, mein Körper. Alles. Es strömt. Es fließt. Und es wird auch nicht aufhören, wenn ich mal sterbe. Ewiges Leben. Neue Schöpfung. Alles ist anders. Nun, wir deuten die erste Schöpfung im Licht der neuen Schöpfung. Die wahre Schöpfung lief nicht hinter uns, sondern breitet sich wie ein Hoffnungsteppich vor uns aus. Nun, wie kann das konkret werden? Ich will mal schauen. Ich will uns gerne hierzu mal drei Linien, Aussagelinien in der Bibel aufzeigen, wie wir als fromme Menschen, man nennt es Spiritualität, wie wir das konkret leben als eine ökologische Spiritualität. Das heißt, Oikos ist das Haus im Griechischen und wird oft gebraucht für den ganzen Haushalt, das Haus dieser Erde, des Planeten. Ja? Also wie können wir denn eine bewusste Schöpfungsgemeinschaft leben als Christen? Von der neuen Schöpfung herkommt. Wie sieht das aus? Das sind nicht nur Appelle, dass wir weniger Wasser brauchen und die Schöpfung bewahren, sondern wir gehen nach vorne. Wir haben eine Zukunft für die Schöpfung. Darum geht es. Das erste nenne ich die grüne Kanzel. Verkündigung in und mit der Schöpfung. Also, ich will uns mal erinnern an Psalm 19. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu, eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede, ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Das muss man auch erstmal schreiben, eine unhörbare Stimme. Merkst du, wie die Pflanzen hier reden? Also bei Tieren hört man da ja schon manches, aber bei Pflanzen, da muss man schon Peter Wohlleben heißen, dass man das nicht kriegt. Es freue sich der Himmel und es jauchze die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlocke das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn. Luther sagt, die sollen Applaus geben. Juhu, die Bäume. Naja.
Mal sehen, wie das wird. Zurzeit sterben sie vielfach. Bekannte Bibelverse. Also wer sich hineingibt, auch als Naturwissenschaftler, sage ich mal, in die ganze Logik dieser Schöpfung, die Zusammenhänge, das muss was Wunderbares sein. Wer kennt nicht diese heiligen Momente, wo du unter dem Sternenhimmel stehst und sagst, heute sagen wir wow, früher haben wir gesagt Halleluja, ne? Aber meinten das Gleiche. Ja. Ich bin im Staunen. Ja. Ich bin so ergriffen davon, was hier passiert. Albert Einstein, kein geringerer als dieser große Wissenschaftler, hat Folgendes gesagt. Dort liegt der Kern der wahren Wissenschaft. Derjenige, der diesem Gefühl fremd ist, der nicht vor der Bewunderung ergriffen und von der Ekstase hingerissen werden kann, ist ein toter Mensch. Zu wissen, dass das, was undurchdringlich ist, dennoch existiert, sich als höchste Weisheit und strahlendste Schönheit manifestiert, die unsere Fähigkeiten nur in äußerst primitiver Form wahrnehmen können, diese Gewissheit, dieses Gefühl steht im Kern jedes wahrhaft religiösen Sinnes. Und Einstein hat immer betont, dass er kein Christ ist, dass er nicht gläubig ist, aber einen Hauch von Religiosität muss er wohl gehabt haben. Ja. Man wird religiös, sag ich mal, wer einigermaßen genau hinguckt in dieser Schöpfung. Wer kennt das nicht? Und Jesus, wie erzählt die Schöpfung? Nun, was erzählt sie denn? Jesus nimmt zum Beispiel Beispiele in der Bergpredigt, auf der Feldpredigt auch. Da ist er draußen und er sieht, die Leute gucken alle so als, so haben die wahrscheinlich geguckt. Die waren voller Sorgen. Was machen wir, was wird morgen sein? Haben wir genug zu essen? Haben wir genug zum Anziehen? Und Jesus sagt, nun guck mal hier die Blumen an. Der Vater im Himmel sorgt für sie. Seid doch nicht wie die Menschen, die Gott gar nicht kennen. Er wird doch für euch viel mehr sorgen noch. Und nimmt er die Vögel noch, guckt euch die Vögel an. Die sehen nichts aus, die werden doch satt. Euer Vater sorgt für euch in jeder Hinsicht. Also er hat die Schöpfung mit einbezogen in die Verkündigung. Nun, die Natur stümpert nicht stumm umher in der Ahnungslosigkeit der Gottesferne, sondern sie ist mit einbezogen in das Lob Gottes und Gott freut sich darüber. Viele denken jetzt wahrscheinlich schon an Franz von Assisi. Wenn ihr nicht an ihn denkt, macht auch nichts, jetzt denkt ihr an ihn. Der hat für vielen Jahrhunderten gelebt, er hat den Franziskanerorden gegründet, er war ein reicher, reicher Mann und er hat sich dann bekehrt, er hat Jesus, eine Jesusbegegnung gehabt und hat einen großen Orden gegründet, dann die Franziskaner. Und dazu, zu diesem Orden gehört, dass sie eine ganz starke Beziehung hat. Er hat immer den Vögeln und den Pflanzen gepredigt, den Steinen, alles, was er da, dem Meer. Er hat immer gleich das Evangelium reingehauen. Ja, kennst du Jesus ungefähr? Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ein paar Berichte gibt es dazu. Dazu sind wir berufen. Nun, er war aber auch krank. Er hat so viel Leiden gehabt. Nicht nur, dass er ein Bettelmönch war, also bettelarm. Er litt unter einer ganz starken Augenkrankheit. Einer seiner engsten Mitmönche, Leo hieß er, er hat fast alles notiert, daher wissen wir das, von seinem Leben. Und er zog sich zurück in seine Höhle, so haben sie das immer genannt, das war so eine kleine Gruft, in der er sich aufhielt, weil er oft dieses helle Licht nicht ertragen konnte. Und er blieb in dieser Gruft eines Tages oder einer Zeit 50 Tage allein. Stockduster, voller Mäuse und Ungeziefer, schreibt Leo. Hat dort gelebt, die Mönche haben das Essen vor die Gruft gestellt. Und dann kommt er eines Tages raus, ist alles hell und fängt an zu singen. Und dieser Gesang, der ist überliefert, jedenfalls mit den Worten. Höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, Höchster, gebühren sie. Keinem Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlet im großen Glanz von dir, Höchster, ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr,
du Schwester Mond und Sterne, am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deine Geschöpfe Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest und schön ist es, fröhlich und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod. Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. Selig jene, die er findet in deinen heiligsten Willen. Denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Lobt und preist meinen Herrn und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut. Der sogenannte Sonnengesang von Franz von Assisi, ein wunderschönes Lied, seit dem 13. Jahrhundert überliefert. Nun, vielleicht sind das zu tief fragende Gedanken, aber versuch's doch mal. Sprichst du mit deinen Blumen, hast du Blumen vielleicht, so eine Palme, die immer, die sagt, ich bin abgängige Bausubstanz, hätte ich fast gesagt, die in deiner Wohnung hängt und sagt, ich vertrockne. Oder sprichst du mit den Tieren, also der nichtmenschlichen Schöpfung? Wir sind aufgerufen, Predigt der Schöpfung. Machst du das? Nicht nur Franz von Assisi. Also ich habe, als ich das erst lernte, habe ich angefangen, habe ich erst mal gehört, was die Vögel da rummachen. Ja, gestern zum Beispiel. Gegenüber da in diesem Baum, auf den ich gerade gucke, wir wohnen da gegenüber. Und da war doch ein Gezeter. Die haben Krieg gehabt, die Vögel. Ja. Haben sich zwei Vögel gestritten und alle mussten zuhören. Ja. Und da habe ich aber erst mal gesagt, die müssen das Evangelium erfahren. Hallo, was ist hier los? Ja. Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Ja. Nehmt euch mal zusammen. Frieden sei mit euch. Vögel waren baff und haben erst mal aufgehört. Nach einer Zeit haben wir gesagt, blöder Pastor, wir machen weiter. Aber das Evangelium reingehauen. Ja. Manchmal denke ich auch, die loben Gott. Und dann pfeife ich mit. Wenn sie irritiert, ist nicht von uns. Dann denke ich, was haben sie mir erzählt? Jesus liebt mich oder was haben sie gerade gesagt? Weiß ich nicht. Es macht Spaß. Es ist was Spielerisches. Du kannst sagen, es ist ja völlig naiv. Es ist mir egal, was du dir das nennst. Aber wenn du das nicht hast, fehlt dir was. Dann denkst du, die Schöpfung ist dazu da, dass du sie beherrschst. Die Tiere sind dazu da, dass du sie wegschlachtest. Die Früchte sind dazu da, dass du sie alle aufisst und vernichtest. Die Biodiversität soll erhalten bleiben. Nun, alles soll mit einbezogen werden. Ich muss mal gucken, muss mich beeilen. Ich will euch aber diese kleine Geschichte erzählen, die habe ich schon mal veröffentlicht. Als ich das lernte, so vor 2-3 Jahren, habe ich mich reingegeben in dieses Ganze, kam morgens eine Mücke ins Badezimmer. Und diese Mücke, dachte ich, ah, jetzt muss ich mich mit der Mücke unterhalten. Ich sag, Mücke, raus! Dies ist mein Badezimmer. Im Namen Jesu, du gehst raus! War also keine Evangeliumsverkündigung, sondern mehr ein Imperativ, wie wissen ja auch viele kennen. Ja. Die Mücke sagt, bleib da. Ich sage, ich bin Pastor. Ich kann auch anders, ich kann dich auch beerdigen.
Im Namen Jesu, du gehst raus. Die Mücke, als wenn sie sich freut darüber. Ich denke, nee, freut sich auf die Auferstehung, ist auch nicht so gut. Und dann fiel mir ein, als wenn die Schöpfung was erzählt. Ich sage, was würde die Mücke mir denn wohl erzählen wollen, Herr? Und dann kommt mir der Geist Gottes zu Hilfe, als wenn ich die Mücke verstehe. Die Mücke sagt mir, Heiner, ich habe Hunger. Ich brauche Frühstück. Darf ich nicht bei dir mal lecker frühstücken? Ich sage, lecker frühstücken, ich habe nachher so eine Beule. Nee, auf keinen Fall. Ich bin dazu da, die Erde mir untertan zu machen. Du frühstückst bei mir nicht. Raus. Und es war wieder, als wenn der Heilige Geist sagt, hör noch mal zu. Und dann war es, als wenn die Mücke mir Folgendes einfach sagt. Ich will doch nur einen Tropfen Blut. Der tötet dich nicht. Hast du vergessen, dass du vom Blut eines anderen lebst? Ich habe gesagt, du kannst alles haben. Sauf, ja. Mücke, Fluch raus. So nach dem Motto, gut, dass wir drüber gesprochen haben. Ja. Da habe ich gedacht, wenn das so ist mit der Erzählung der Schöpfung, das ist nicht immer so einfach. Ja. Aber geh mal rein, das Wild und alles Vieh, Gewürm, selbst die Mücken, gefiederte Vögel, Könige der Erde und alle Völker, oberste Richter der Erde, Gepard, ne? Und junge Männer und Frauen, allesamt, Alte mit den Jungen, sie sollen loben den Namen des Herrn. Also die grüne Kanzel, entdecke sie neu. Ich gebe einen zweiten Punkt und der dritte, die werden etwas kürzer werden natürlich. Der zweite Punkt ist aber ebenso wichtig, die Sympathie der Seufzenden. Das Leiden in und mit der Schöpfung. Michael Bendorf hat das schon gesagt, in der Schöpfung nehmen wir natürlich das Leiden wahr. Das Leiden ist im Grunde genommen dahin zurück, dass das Leben endlich ist, nichtig. Es geht alles zu Ende. Und wir helfen noch kräftig dabei, dass es alles zu Ende geht. Die Biodiversität, die Artenvielfalt. Die UNO hat mir erzählt, nicht, ich habe es nachgeforscht. Als mein Großvater gelebt hat, da sind alle 10 Jahre ist nachgerechnet worden, ist eine Art ausgestorben. Alle 10 Jahre. Heute ist es so, dass pro Jahr etwa 15.000 Arten aussterben. Können wir das ermessen, was das bedeutet? Und du sagst, na ja, das ist ein bisschen weniger, hat es schon immer gegeben. Aber es kann auch sein, dass die Art Mensch ausstirbt. Hast du das schon mal überlegt? Alles hängt zusammen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Seufzen hören und nicht sagen, das ist ein Spleen von irgendwelchen Leuten, die meinen, auf Klimawandel machen und so weiter. Und nein, es ist schon aus dem Gleichgewicht gekommen. Ich will uns erinnern an diesen Bibeltext, den wir schon mal öfter in diesem Monat hier gehört haben, aus Römer 8. Der Apostel Paulus schreibt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und ich füge hinzu, der Töchter auch. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft der Erlösung unseres Leibes. Wie seufzt man? So ungefähr. Das Wort, was hier steht, Stenazein, ist geprägt von einer Atemnot sozusagen. Steno, Kurzatmigkeit. Das ist gemeint. Ja. Der Erde geht die Luft aus. Und mit ihr auch uns. Das Seufzen ist sehr laut. Es sind sogar Schreie, die wir hören. Ausbrüche.
Es ist wirklich an der Zeit, neu hinzuhören. Aber wie reagieren wir darauf? Eine Reaktion der Christen ist, wenn sie auf uns warten, wie reagieren wir? Natürlich sollen wir handeln, all die Handlungskorridore, aber davor steht das, was wir Mitgefühl nennen. Mitleiden, die Compassion im Englischen, Compassio im Lateinischen, Barmherzigkeit. Wenn der Heilige Geist nur dein Hirn erleuchtet, dann gnade dir Gott. Ich meine, das ist schon ein Stück Gnade, wenn das passiert. Aber dein Gefühl braucht ebenso eine Befreiung. Denk doch nicht, wenn du ängstlich und kontrolliert bist, du bist ja sowas von erlöst, meine Güte. Wir Menschen haben Leben in uns, wir haben Gefühle, wir haben Wut, wir haben Freude. All diese Empfindungen sollen hineinkommen in die Compassion mit dieser Schöpfung. Wenn du keine Tränen mehr hast, kannst du ziemlich sicher sein, dass da etwas nicht intakt ist. Mit deinem Leben, da müsste mehr fließen. Das neue Leben will alles durchdringen in deinem Leben. Alle Dimensionen, bis hin zum Körper. Und du sagst, ja, aber wenn das alles Malade ist, wenn ich ja selber schon seufze, ja, dann seufze in Christus. Aber in dir steckt dieser Christus und darauf wartet die Schöpfung. Bevor wir handeln, brauchen wir Compassion, brauchen wir Mitgefühl. Darauf wartet die Schöpfung. Nun, auch das kann man lernen. Ich könnte jetzt viele Beispiele erzählen, das kann ich in diesem Rahmen jetzt nicht tun. Manche sagen, ja, aber Gott hat mich doch so gesegnet, er braucht keine Compassion. Der ganze Segen, den ich habe, die Erde ist dazu da, dass ich sie nutze. Fertig, aus Mickey Maus. Und dann gebe ich Gott was ab. Ja. Gott hat mich so prall gesegnet. Ich bin prall gesegneter Mensch. Prall. Puh. Was, wie immer so ein Mensch aussieht, weiß ich nicht. Gesund, fit, reich. Puh. Weiß ich nicht. Demütig? Ist ein reich gesegneter Mensch jemand, der leere Taschen hat? Wie Franziskus? Denk drüber nach. Die typische Handbewegung Gottes ist nicht raffen, immer mehr haben, halt das, was du fest, musst aufpassen, dass du nichts verlierst. Sicher dich ab an allen Ecken und Kanten. Das ist nicht Gottes Melodie. Gottes Handbewegung ist loslassen. Wenn du das nicht weißt, meditiere über das Kreuz Jesu. Alles. Und darauf wartet die Schöpfung. Ingeborg, jetzt habe ich den Nachnamen vergessen, aber sie heißt Ingeborg, eine ziemlich bekannte Wissenschaftlerin aus Wien. Sie hat ein großes Referat gehalten zu vielen Theologen vor einiger Zeit über die grüne Reformation. Und sie sagt, alles läuft darauf hinzu, gibt es den neuen Menschen oder nicht? Gibt es einen Menschen, hat sie es hinzugefügt, der demütig ist und sich nicht selbst zum Thema macht? Gibt es einen Menschen, der verzichtet und nicht, weil es so weh tut, sondern weil es in ihm liegt? Einen Menschen, der teilt. Sind wir Christen solche Menschen? Hallo, wo ist die neue Schöpfung? Das fragt uns die Schöpfung. Sie wartet auf uns. Das ist das Mitleiden. Und weißt du nicht, dass Gottes Güte, der ganze Segen, dich zu einer solchen Umdenken führen soll? Römer 2, Vers 4. Letzten Punkt werde ich kurz erwähnen. Der Glanz der Hoffnung. Auch das gehört dazu. Zukunft erwarten in und mit der Schöpfung. Die ganze Schöpfung wartet, heißt es. Sie wartet. Sie ist der Nichtigkeit unter, aber sie wartet. Worauf denn? Was denkst du? Da heißt es am Schluss, ja, am Ende wird ein neuer Himmel, eine neue Erde kommen. Ja, also die Erde, die haut Gott in Pott. Nicht in Pott, sondern die geht unter. Fertig, aus Mickey Maus. Die hat ihren Dienst getan. Schluss. Keine Hoffnung für die Artenvielfalt mehr. Die geht in einem Feuerball auf und alle möglichen Dinge lesen Leute in der Johannes-Apokalypse.
als hätte Gott überhaupt keine Hoffnungsperspektive für diesen Planeten. Am liebsten würde ich, dass alle Fridays for Future Leute diese Predigt hören. Wir haben eine Hoffnung für diesen Planeten. Und jede Bibelleser kann mir das bestätigen. Und zwar in der Offenbarung. Die Offenbarung ist nicht nur zugepflastert mit allen möglichen Schreien dieser Schöpfung, mit den Wehen der Endzeit. Oh, es wird Endzeit, lass uns zurückkriechen in unsere Höhlen. Nein, sondern sie ist geprägt davon, dass Gott immer näher kommt, dass seine Schöpfung, seine Neuschöpfung auf den Plan kommt. Und dann heißt es in Kapitel 20, jeder kann das nachlesen, Gott wird für eine bestimmte Zeit die satanischen, die Nichtigkeitsmächte, die Todesmächte binden. Die können nicht mehr. Eine ganze Zeit lang, das steht 1000 Jahre, das ist eine symbolische Zahl. Eine Zahl, die von Gott festgesetzt ist, ein Zeitraum. Man nennt es auch das 1000-jährige Reich, aber das ist alles irreführend. Es ist eine Zeit, die Gott festsetzt, und zwar für diese Erde. Das ist messianische Qualität. Das ist Reich Gottes auf der Erde. Danach sehnen sich unsere jüdischen Freunde. Sie erwarten den Messias auf der Erde. Und wir erwarten den Wiederkommenden. Ihr könnt das nachlesen. Macht es fleißig. Und danach erst wird Gott alles binden. Und danach wird es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Manchmal habe ich gedacht, Gott, reicht dir der Himmel nicht? Musst du noch mal eine Erde machen? Eine neue Erde. Die wird viel schöner sein als diese. Das steht im Kapitel 22. Also da, oder 21, Entschuldigung, Kapitel 21, Johannes Offenbarung. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, denken. Wenn du nicht einen Schuss, so hat es mal Karl Barth gesagt, von dieser Zukunftshoffnung für diese Erde hast, hast du vom Evangelium nichts begriffen. Also von daher möchte ich uns Mut machen, darüber nachzudenken. Ich will enden nicht mit einem Zitat von Jürgen Moltmann, sondern mit einem Zitat aus der Bibel. Was passiert bei diesem großen Finale? Da heißt es von Gott, denn er muss herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass er alles unterworfen hat, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem ist. Was wird das sein? Welche Schönheit wird da drin sein? Welche Kraft wird da drin sein? Ich freue mich wie ein König auf diesen Tag. Jetzt lebe ich noch hier. Es kann sein, dass der Herr sagt, Heiner, mein Junge, kannst schon kommen. Dann gehe ich schon mal voraus, wie manche, die wir beerdigt haben, aus unserer Mitte. Aber ich freue mich auf das große Finale. Wir haben eine Hoffnung als Christen. Wir haben etwas beizubringen. Und Erntedank kann uns das lernen, lehren. Wir loben mit der Schöpfung. Wir erzählen das Evangelium. Wir seufzen mit der Schöpfung. Mitgefühl. Aber wir warten auch mit der Schöpfung auf diesen Tag der Sehnsucht. Gott segne uns. Halleluja. Amen.